Aufschneiden. Tut mir leid für dich, aber du bist tot. Warst doch eh schon tot. Ach komm, will ich da. Du willst doch da nicht reingreifen, du. Oh Mann. Ja, damit habe ich gerechnet. Tut mir leid, das hat mich überhaupt nicht erschreckt. Das war viel zu berechenbar, dass genau das passiert. Wieder ein Schlüssel mehr. Yippie. Und jetzt weg hier, ne? Hallo? War das? Was ist denn das hier jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Oh, Gehirne. Soll mal nachladen hier? Hab ich schon. Okay. Was gibt's hier? Streichhölzers? Ja. Leslie? Das kam von draußen. Ja. Ach nee. Ach nee, 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 nee. Einfach nur nein, Leute. Einfach nur nein. Habe ich hier schon? Ja, habe ich schon. Okay, dann würde ich eigentlich ganz gern wieder zu meinem. Unbegreiflich. Das kann alles nicht sein. Was denn? Was hast du gesehen, was ich gerade nicht sehe? Weil, sieht genauso aus wie vorher. Tut mir leid, Leute. Ich mache hier nochmal einen auf Nummer sicher und speichere das mal eben. Vielleicht kommt wieder irgendein krasses Event oder auch nicht. Der besorgte Typ also. Okay. Sie sehen gar nicht gut aus. Jetzt sagen wir nicht, dass das auch Einfluss auf mein Spiel geschehen hat. Wie ich hier komme und gehe. Über das mal. Oh, Gehirne. 5000. Ja komm, dann kann ich gleich nochmal upgraden gehen hier. Mehr Sprinten ist nämlich immer gut. Da einmal hinsetzen, Dankeschön. So, maximal. Ach, 4 Sekunden. Ich würde. Also 2 Sekunden mehr quasi. Von 4 auf 6. Nahkampfschaden. 20% mehr Schaden. Spritzen. Oh Mann. Waffen, Reserve. Das wäre aber ein. Ich weiß es nicht. Explosiv, Bolzen, Dingens. Nahkampfschaden klingt aber eigentlich auch ganz nett. Aber ich nehme trotzdem Sprinten. 2 Sekunden mehr. Immerhin sind es 2 Sekunden mehr. So, dann nochmal hier speichern kurz. Dankeschön. Und Spiegel. Leslie, irgendwie ist er. Ist er was? Ist er was? Was ist er? Mutiert? Muss ich ihn töten? Ich würde es tun. Würde ihn töten. Nicht so schnell. Jetzt, mein Herr, ich sprint doch gar nicht. Ich jogge ganz gemütlich durch die Gegend. Guten Tag. Was gibt's hier? Gar nichts, das sind nur Teller, die so glänzen. Und hier kann ich. Nee, kann ich nicht. Warte. Reichel? Nee, Munition. Ah, dankeschön. Reichhölzer. Was zum Verstecken? Er ist da runter. Wirklich? Wer hat dir denn das verraten? In den Keller. In den Keller natürlich, wohin sonst?
Hallo? Rotes Licht. Cool. Toll. Das bedeutet sicher Gutes. Oh, eine Kiste. Beziehungsweise ein Koffer. Gehört schon mir. Gehört schon mir. Dankeschön. Munition. Gib mir das. Das ist zwar nur ein Schuss, aber besser als nix, ne? Oh Mann. So, jetzt gehen wir mal ins rote Licht. Das ist eine unglaublich dämliche Idee. Alles, was rot leuchtet, kann nicht gut sein. Das ist eine Dunkelkammer, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt halt doch mal die Klappe hier. Kontrollpunkt. Also geben die mir einen Kontrollpunkt, das beunruhigt mich etwas. Alle Bücher mal aus Trotz umstoßen. Kann ich mich hier vielleicht hinsetzen? Nee. So, was haben wir hier? Ein Kind, Kinder, gefolgt von mehr Kindern. Haben wir hier einen Pädophilen? Oder sind das Kinder? Das sind doch Kinder, oder? Ich weiß es nicht. Ach, ein hübsches Lächeln hier. Okay. Keine Ahnung, was hier abgeht, aber es... Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Ach, halt doch die Fresse. Hier ist was. Beruhige dich. What? Es ist unsichtbar. Es ist unsichtbar. Wollt ihr mich eigentlich... Komm, komplett verarschen hier. Ich will hier. Nee. Nein, nein. Verdammt. Du musst keine Angst haben. Na. Ah. Nope. Hau ab. So, mein Freund. Ha. Headshot. Du bist zwar unsichtbar, aber nicht so uns. Oh, Jesus. Nein. Bleib genau hier. Ha. Weißt du was? Du verbrennst. Ist es vorbei? Sind Sie noch da draußen? Somehow. Ach, das wollte ich nicht. Das hier. Danke. Ich brauche Heilung, Leute. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Ihr wollt... Kann nicht weg! Kann nicht weg! Gerne. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Also... Mehr Gehirne. Also... Ernsthaft? Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, es wären normale Typen mit Nadeln durch sich durch und Kettensägen wären nicht schlimm genug. Nee, jetzt kommen auch noch unsichtbare... Nee. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Moin. Rubik. Tatsächlich. Ah! Leslie. Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Ja, nicht hinterher, aber mach's zu. Versuchung ist zu groß. Doktor? Leslie? Man könnte jetzt versuchen, durch diese Tür zu gehen, aber dieser Gang... Ach komm, das macht keinen Sinn, wenn ich nicht mehr laufen kann. Jetzt kann ich. Nee. What? What? Oh, jeez, no, no. Vor. So, meine Damen und Herren, an dieser Stelle, spätestens an dieser Stelle, weiß man, das Spiel muss von Japanern sein.
Eieiei. Hier gibt es einen Hebel. Keine Ahnung, was der Hebel macht, aber ich drücke ihn mal. Ich habe das Gefühl, das war eine unglaublich schlechte Entscheidung. Hier ist eine Tür. Da kann ich nicht durch, ne? Doch, kann ich. Ach, Mann. Wow. Ey, ey, ey. Nee, ich wollte eigentlich... Da war noch ein Hebel, den wollte ich eigentlich... Ach, Mann. Ich warte hier in Blut rum. Was kann schon schlimmer werden? Gibst du mir das? Ach. Bin voll. Da ist auch noch eine Leiter. Ach, Mann, Leute, ich habe hier so viele Möglichkeiten. Geh mal hoch. Das ist gar nichts. Okay, dann ist das ja die Leiter hier hoch nur zum Spaß. Alles klar. So, dann hier den Hebel. Was war das? Nochmal bitte. Mach das nochmal. Ah. Sehr beruhigend, dass das funktioniert. So hoch da, was ist das hier? Oh. Ein Stock. Schockbolzen. Ein Sprengkopf für die Quellenarmbrust, der getroffene Gegner mit einem Stromschlag in Schach hält. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegnern platziert werden. Was war das? Ach, hier oben. Entschärfen bitte. Tja. Das übe ich nochmal. Wieder hier. Ups, das wollte ich nicht. So. Den Hebel werde ich definitiv nicht mehr betätigen, weil das hier Leichen rumliegen, die eventuell nachher noch aufstehen. Das brauche ich mal gar nicht. Was ist das? Hä? Okay. Ach, das ist so eine Art Falle, ja. Lass uns mal die Falle hier entschärfen. Wo ist die denn? Ach, die ist auf der anderen Seite. Na dann nicht. Dann eben nicht. Dann nehmen doch die hier. Kann ich auch einfach vorbeischleichen? Aber ich musste sich hier entschärfen für später. Ich weiß nicht, ob ich es bin oder ob der Controller ein Stück verzögert ist. Aber irgendwie bin ich zu langsam dafür. Geh mal hier rauf, Dankeschön. So, dann nehme ich das hier. Nee, nee. So, einmal probiere ich das jetzt noch. Wenn es dann nicht klappt, dann gehe ich einfach so weiter. Ah, geht doch. Na. No. Da ist man so auf den Schalter fixiert und dann fällt man einfach runter, weil da so ein dämliches Loch im Boden ist. Einmal. Ach, hier ist eine Leiter, guck an. Wieso sagt man, dass man nicht Feuer hier? Was macht das?